Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal, einem Infovideo dieses Mal, wo ich so ein bisschen versuche zu rekapitulieren, was ich mir für Gedanken in den letzten Wochen gemacht habe. Ihr habt ja gemerkt, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, eine Woche lang gab es jetzt sogar mal gar kein Video und das, obwohl Urlaub da war, obwohl Aufnahmen sogar da sind und obwohl ja, ohne weitere Info. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute es schmerzhaft vermisst haben. Wahrscheinlich eher weniger, wenn ich so meine normalen Zugriffszahlen kenne. Aber das Ganze hat was damit zu tun, dass ich mir, also dass zum einen die Arbeit wieder losging und dadurch so ein bisschen mehr zu tun war, auch mit anderen Projekten. Aber in erster Linie auch damit, dass ich so ein paar Gedanken mehr im Urlaub gemacht habe. Das ist ja manchmal auch die Zeit, wo man so ein bisschen runterkommt, sich so ein bisschen Gedanken über ein paar Dinge macht. Und ich mich ja sozusagen so ein paar Gedanken über den Aufwand, Ertrag und mein eigenes Spielvergnügen sozusagen gemacht habe durch diese, durch den ja, Let's Play-Kanal, durch das Angehen hier. Und mir ist aufgefallen, dass ich viele auch große Titel mache und sich sozusagen aus der Sicht des Empfängers, also also von euch quasi, schon irgendwie die Frage stellt, warum jetzt bei Patje gucken, warum nicht bei anderen YouTubern, die das Spiel sehr viel besser beherrschen als ich. Das ist gerade so bei Stellaris ist mir das durch den Kopf gegangen. Da gab es ja auch viele gute Ratschläge das Gleiche ist sicherlich bei Europa Universalis, auch so, also gerade diesen Globalstrategietiteln ist das, glaube ich, relativ zentral, weil die eben auch sehr komplex sind. Und sozusagen dann kamen die Dinge wie bei Kingdom Come Deliverance, wo mein Kämpfen eher schlecht als recht ist und ich hoffe, da irgendwie durchzukommen, um die Story zu erleben, die ich viel spannender finde, und weniger das Kämpfen. Um das so ein bisschen, ja, das sind dann so zusätzliche Punkte, wo man sich sagt, ist das spannend, was ich anbiete. Und es gibt zwar immer so, ne, weiß ich, YouTube ist ein Marathon und ich will mich da nicht an irgendwelchen Zahlen festbeißen, aber es ist schon so, dass das sehr durchwachsen manchmal war. Und von daher so ein paar Gedanken eben ins Spiel kamen, ist das das Richtige? Und dazu eben der Zeitaufwand. Ich meine, man kann es ja mal durchrechnen, pro Tag zwei Videos zu produzieren von ungefähr einer halben Stunde Länge, plus Thumbnail und XY-Text und Hochladen und was auch immer, ne? Dateiverwaltung. Ich will nicht rumjammern, aber das ist natürlich viel Aufwand, wo man sich irgendwann dann auch fragen muss, ist das das Richtige? Dann kam sozusagen Not Tonight, dieses Spiel zum Brexit. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass ich, das kam eigentlich schon so zum Beginn oder zum, ja, doch zum Beginn dieser Phase. Ich sehe das gerade vor 2 Wochen. Da hatte ich, glaube ich, die hatte ich noch vorbereitet. Und dann kam so dieser, boah, das ist alles irgendwie, dann kam so dieser Durchhänger. Drücken wir es so aus. Da gab es eine ziemlich hohe Zugriffszahl auf das erste Video. Die gibt es immer noch. Ich glaube, das ist das meistgesehene Video auf meinem Kanal oder zumindest das meist angeklickte. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht in die Analytics genauer reingeguckt, aber zumindest hat es mir gezeigt, dass an dieser Art von Spiel und diesem Spiel ein gewisses Interesse hängt, weil es, glaube ich, auch nicht eben nicht tausendmal schon bei YouTube läuft. Und habe darum überlegt, meinen Fokus ein wenig dorthin zu verlegen, vielleicht auch, weil mir, ja, vielleicht um einfach um politische Spiele ein bisschen stärker mehr anzugucken. Einfach weil sie interessieren mich, sie sind vielleicht auch nicht dieser Riesenaufwand, den ein Stellaris oder ein Europa Universalis oder ähnliches mit sich bringt. Und ich habe den Eindruck, das ist noch nicht so häufig. Es gibt viele, glaube ich, auch sehr interessante Spiele mit politischem Hintergrund. Und die würde ich, glaube ich, sozusagen jetzt in den Fokus stellen und mit dem Motto weniger ist mehr ein wenig agieren.
auch um sozusagen für mich selber die Möglichkeit zu haben, nochmal Off-Cam mehr spielen zu können. Was bedeutet das jetzt konkret? Also konkret bedeutet es natürlich, dass Not Tonight erstmal so weiterläuft. Zumindest erstmal. Ich habe ja in den letzten Videos schon angedeutet, ich bin mir etwas unsicher, wie diese politische Komponente sich entwickelt. Bin da so ein bisschen, hatte da so ein bisschen mehr erwartet. Ich wusste, dass das irgendwie so ein Türsteherspiel ist, aber dass das so drastisch irgendwie nur sich darauf bezieht, war mir dann doch noch nicht bewusst. Aber ich glaube, das zieht gerade mit dieser Frage von, wer hat den Anschlag da verübt und so, so ein bisschen an. Also, das geht auf jeden Fall so weiter. Stellaris ist abgeschlossen, liegt zumindest abgeschlossen auf meiner Festplatte. Das werde ich jetzt so nach und nach nachreichen. Und bei Europa Universalis schwanke ich noch so ein bisschen. Da ist es so, auch da bin ich sicher nicht perfekt, gerade was Kriegsführung angeht und wie ich bestimmte Werte sehen muss und auch da die Aufmerksamkeit vielleicht manchmal oder das strategische Durchblicken hakt es da, glaube ich, manchmal, was mich selber jetzt gar nicht so stört. Also ne, diese Frage, dass wir letzte Mal die beiden Gebiete in Aquitanien verloren hatten, war irgendwie ärgerlich. War aber auch jetzt nicht so, dass ich da gedacht habe, okay, das es passt irgendwie dann trotzdem zu einer Geschichte. Und ich glaube, da will ich diesen Fokus auch stärker auf die Geschichte legen. Das ist sozusagen noch das ambitionierteste, die ambitionierteste Vorstellung, die ich dann quasi für den Kanal habe, nämlich das Spiel weiterzuspielen, wenn es geht nach dem Patch. Das weiß ich jetzt noch nicht, sonst müsste ich das wieder in früheren Zustand setzen oder sowas. Mal gucken. Und dann eher so ein bisschen wie ein Chronist das Ganze aufzuziehen. Das heißt, so am Ende einer Regierungszeit oder vielleicht auch zur Halbzeit einer Regierungszeit einmal zu so einen Rückblick zu machen auf das, was passiert ist. Das heißt, ich werde weiter aufnehmen, ich werde nur nicht groß kommentieren, sondern das sozusagen im Nachgang hinterher schieben. Und da muss ich noch mehr so ein paar Gedanken zu machen, weil das natürlich ein anderer Herangehen auch an das Spiel ist. Man muss ständig daran denken, irgendein eigenes dann auch am besten mit Timecode sich niederzuschreiben oder da bestimmte, ja, allein dass die Nachbearbeitung ist natürlich was völlig anderes, ob ich auf Stopp drücke und dann vielleicht noch irgendwie eine Kleinigkeit oder so ändere. Oder ob ich dort wirklich ran muss und dort Texte einsprechen muss und eine Chronik einsprechen muss und ähnliches. Bleibt noch sozusagen der Wirtschaftsteil, wo ich Jurassic World Evolution, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, das werde ich so nicht als Let's Play weiterführen. Ich müsste mir jetzt so ein bisschen mal auch die Zahlen angucken. Aber die waren, glaube ich, eben jetzt auch sehr über nicht sehr, nee, da kaum Aufrufe drauf. Und da gibt es eben auch schon viele andere Let's Plays, wo die Frage ist, was kann ich dazu leisten? Meine Überlegung war ja, das mit dem Exkurs über Dinosaurier zu verbinden. Ich glaube einfach nur, dass das so nicht mehr leistbar ist. Wüsste ich zumindest momentan nicht, wie ich das vernünftig pro Folge vorbereitet, da müsste ich schon noch mal mehr Zeit investieren, um mich wirklich in Dinosaurier und dann so das einfach, also wirklich mich dann noch richtig reinstudieren und dann als Randanekdote quasi während des Spielens fallen zu lassen. Aber ich bezweifle, dass wir das bei dem Spiel so noch mal erleben. Ich werde mich sicherlich, ich werde mir die Bücher jetzt nicht umsonst gekauft und dann noch mal mehr mit beschäftigen. Aber ich glaube nicht mehr in Form eines Let's Plays. Bei Transport Fever bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen gibt es wohl offensichtlich Leute, die sich das angucken. Also es läuft nicht, also nicht schlecht ist jetzt immer im Verhältnis von einem 34-Abonnenten-Kanal zu sehen. Ich mal gebe mir da keine Illusionen hin. Von daher wird es durchaus angeguckt. Ich habe nur
Es gibt zum einen gibt's immer mal wieder so ein, eben einen Daumen nach unten, wo ich nicht weiß, warum. Würde mich da einfach auch mal interessieren, was da so die Gründe sind von den Leuten, die sich das angucken und das dann nicht so cool finden. Vielleicht haben sie sich mehr Tutorial gewünscht. Ja, weil eine Verbindung Oberhausen-Mülheim. Also würde mich einfach mal interessieren, was ist das, was da negativ kommt. Und da würde mich auch mal interessieren, ob es da Interesse gibt, das weiter zu verfolgen. Weil eigentlich, ich habe das letztens mal kurz angeschmissen. Ich glaube, mir selber macht das schon noch Spaß. Und vielleicht mache ich das allein aus dem Grunde dann auch weiter, so ein bisschen zu erklären, was ich dort tun will. Klingt vielleicht irgendwie erstmal komisch, aber es ist eben schon noch was anderes, wenn man eine Geschichte versucht zu erzählen. Oder in dem Fall eben mag ich es ja, mit diesen kleinen Zwischenstationen zu arbeiten und Menschen auch zu ihren Arbeitsplätzen quasi zu bringen. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen das ist, was ich, ob das nicht für mein eigenes Spiel auch ganz angenehm ist, das so zu handhaben. Ein bisschen hakelig ist es noch bei der Adventure Time. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Die war ja auch sehr stark für mich selber gedacht. Nämlich im Hinblick auf mich selber bei Laune halten und mich selber am Spielen zu halten. Das ist jetzt so ein bisschen eine hakelige Situation, weil das schon irgendwie ja auch funktioniert hat, ne? Und ich glaube auch nicht und hoffe zumindest nicht so mit dem Gefühl von der sitzt da jetzt lustlos vor und hakt das Spiel für sich einfach ab, sondern ich hatte schon auch Lust, das Spiel dann in dem Moment zu spielen. Das war nur der zusätzliche Anreiz, das zu spielen und nicht vielleicht, was weiß ich, eben in Transportfieber zu versinken, wie ich es früher dann bei solchen Nachmittagen vielleicht gemacht hätte. Andererseits auch da, ne, das sind beides jetzt auch kampforientiertere Titel. Das ist nicht unbedingt das, wo ich gut drin bin. Mich interessiert da wirklich mehr die Story und da bin ich mir noch etwas unschlüssig, ob das dann interessant zuzugucken ist, mit einem normalen Durchschnittsspieler, der eben auch furchtbar schlecht in Kingdom Come Deliverance spielt, also kämpft. Oder bei Heavy View beim Schleichen scheitert oder irgendwie solche Geschichten, keine Ahnung, was da noch alles kommen mag. Und ja, vielleicht mögt ihr mir da noch was zu sagen. Da muss ich mir noch mal Gedanken zu machen. Das kann ich da genauso wenig sagen wie vielleicht auch bei sowas wie Transport Fever. Das vielleicht so als paar Gedanken, die jetzt schon sehr lange sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das bis zum Ende angucken, zu meinem Kanal und der etwas politischeren Ausrichtung, die ich für diesen Kanal geben will und die ich, ja, ich will schon versuchen, dann pro Tag vielleicht auch eine neue Folge wieder hinzukriegen und da wieder in einen gewissen Vorproduktionsrhythmus einzusteigen. Darum mache ich mich jetzt gleich auch wieder an Not Tonight dran, damit da Material da ist. Aber mir schwebte schon seit ein paar Tagen dieses Video vor und ich wollte das jetzt auch einfach einmal abgehakt haben. Ja, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, vielen Dank auf jeden Fall. Fast 14 Minuten, das ist schon für so ein Geschwafel sehr lange. Aber ich glaube, ab und an muss so ein Update hier ja auch einfach hin. Gerade wenn ich so einen grundsätzlichen Wandel so nach einem halben Jahr durchziehen will. Ist das dann, glaube ich, auch notwendig. Wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, auch zu den vergangenen Reihen, wie ihr das so eingeschätzt habt, ob diese Entscheidung die richtigere ist, ob ihr irgendwas gerne anders hättet, oder ähnliches. Würde mich einfach mal interessieren und ansonsten, sehen wir uns im nächsten Spiel. Macht's gut. Ciao, sagt euer Patje.